Lufthansa muss jetzt auch hunderte von Flügen streichen. Swiss-Passagiere können ohne Koffer zum Flughafen Zürich anreisen. Es gibt wieder heute gute Nachrichten vom Flughafen Berlin. In Paris ist ein Streik, also nicht so gute Nachrichten mit Flugausfällen. Ja, ganz genau. Und EMEA, Europa, Middle East, Afrika, das ist das Gebiet, in dem World of Hyatt ein Angebot hat. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt dran, abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst, damit ihr die tägliche Dosis von mehr Meilen, mehr Punkten, mehr Status, aber auch Aviation News in eurer Inbox habt. Macht die Glocke an, unten kommentieren und ganz wichtig, ein Like dalassen. Stammtische auch, Erinnerung natürlich diesen Samstag in München, diesen Sonntag in Berlin und in Hamburg am Montag, alles abends 18, 18.30 Uhr, je nach Location und unten in den Shownotes mehr Informationen dazu. Ja, Swiss hat schon für den Sommer Flüge angekündigt, die nicht stattfinden, weil Personal fehlt. EasyJet hat 200 Flüge gestrichen. SAS streicht den Flugplan mehr oder weniger radikal zusammen. Und jetzt kommt natürlich die Lufthansa, aber auch die Eurowings, die wegen eigenem Personalmangel das nicht machen können. Interessanterweise, und das hatte ich ja auch gesagt, dass die Lufthansa Leute aus Deutschland nach Zürich geschickt hat, um die Swiss zu unterstützen in der Kabine. Und jetzt hat man selber nicht genug Leute, also alles sehr lustig. Natürlich gibt es auch bei den Boden- und Flughafendienstleistern in ihren Ferienmonaten da natürlich auch Probleme. Lufthansa hat für Juli 900 Flüge innerhalb Deutschland und Europas in Frankfurt und München aus dem System genommen, sind also nicht mehr buchbar. Die Planungen sind damit obsolet. Die Streichungen betreffen natürlich am meisten das Wochenende. 5% der geplanten Kapazität sind damit dann auch nicht mehr zu erfliegen. Eurowings streicht auch einige Angebote. Im Juli sind auch mehrere hundert Flüge. Ganz besonders in Europa, und ich habe euch ja auch eben Beispiele genannt, ist das so Usus. KLM, ach, ich kann euch, eigentlich können wir im Prinzip jede Fluggesellschaft nennen. Und da ist absolut einmal von der Abfertigung, vom Check-in bis hin zu den Flugbegleitern, selbst Piloten fehlen. American Airlines, das Thema wollte ich heute auch eigentlich nicht nehmen, beziehungsweise habe ich nicht genommen. Aber die haben auch hunderte von Flugzeugen, die am Boden stehen, oder hundert Flugzeuge, die am Boden stehen, weil sie keine Piloten haben. Man hat zwar natürlich bei der Lufthansa Maßnahmen ergriffen, um den Flugplan zu stabilisieren, aber man hat genau aus diesem Grund, weil man diese Engpässe befürchtet, diese Flugpläne schon jetzt geändert, damit es halt nicht zu Problemen kommt. Man hat auch hier, wie die Swiss, natürlich die Fluggäste umgehend und möglichst auf andere Flüge umgebucht von Lufthansa oder Eurowings. Ich meine, wenn Brassel nicht fliegt oder wie die alle heißen, dann ist das ja auch immer sehr, sehr problematisch. Was soll man tun als Passagier? Rechtzeitig am Flughafen sein, Online-Check-in nutzen, Vorabend-Check-in nutzen und das Handgepäck auf das Nötigste reduzieren. Auch für den Check-in natürlich vorbereitet sein, Dokumente bereit haben und wenn es an die Security geht, habt eure Sachen so organisiert, dass ihr Notebook, Flüssigkeiten und alles drauflegen könnt und nicht erst in der Tasche stundenlang rumkramen müsst. Aber hey, wir sind ja alle Profis, die wir hier auf dem Kanal sind. Deshalb brauche ich das ja eigentlich nicht zu erwähnen. Ja, rund 20% Bodenpersonal zum Vergleich zum Vor-Corona-Zeit fehlt. Das sagte Ralf Beißel vom ADV, nur so als Hinweis. Das hatte ich bei ihm auf der Timeline gesehen, auf LinkedIn, glaube ich, war das. Da hat er das mal gesagt. Kommentiert unten. Ich persönlich finde es ja auch gut. Was denkt ihr darüber, wenn die Lufthansa die Flüge rechtzeitig streicht und nicht, dass man erstmal so 3-4 Tage vorher das merkt, oder? Um das nicht ganz so kostenintensiv für Lufthansa zu machen, hätten sie es natürlich 14 Tage vor Abflug streichen müssen, weil sonst wäre ja die Verordnung am Start. Eine positive Nachricht aus der Schweiz. Schweiz kann man jetzt einen besonderen Service benutzen und zwar zum Flughafenservice Airporters greifen. Damit kann man zum Züricher Flughafen gehen, indem man
kein Koffer schleppen muss, ganz genau. Das ist ein Gepäcklogistiker, der mit der Swiss zusammenarbeitet und das gerade nur für den Flughafen Zürich. Und damit möchte man halt einfach diese Verknappung des Platzes und auch die Schlangen vermeiden, die beim Check-in halt einfach passieren. Airporter ist eine Firma, die aus England kommt, die hat diese Solution, wie es im Englischen heißt, diese Lösung, und hat das mit der Swiss als Zusammenarbeit gemacht und natürlich auch der Swissport, die die Abfertigung für die Swiss macht. Also insofern ist es so, dass man damit ein, im Englischen heißt es immer so, seamless travel, contact-free, doorstep to destination. Also insofern, dass man das halt wirklich von der Türschwelle bis zum Ziel hat. Und man kann diese kostenlose, ob ist die Option kostenlos? Das ist eine gute Frage. Die kann, muss ich mal, weiß gar nicht, ob die kostenlos ist. Das ist übrigens eine gute Frage. So kann man natürlich mit diesem Service halt wirklich diese Verstopfung vom Terminal vermeiden und kann dann, wenn man ankommt, braucht man auch wirklich nicht zum Karussell zu gehen, kann da dann richtig loslegen mit Urlaub, oder? Ist das mit Karussell? Nein, man muss das am Karussell. Nee, muss man nicht. Man muss nicht am Karussell, weil das wird dann dahin gebracht, wo es hingebracht werden muss, zum Ziel. Und man hat dieses auch schon am Genfer Flughafen ausprobiert, deshalb gibt es das auch in Zürich. Und zwar kann man diesen Service auf der Airporter-Webseite buchen und die holen den Koffer bis zu 23 Stunden vor Abflug ab. Und ein vertrauensvoller Fahrer, der auch kontrolliert ist, der nimmt die Pässe, kontrolliert die und gibt einem die Boarding-Pässe an der Tür. Die Taschen werden verschlossen, also versiegelt wäre das richtige Wort. Und dann werden sie wirklich durchgecheckt bis zur Destination. Man kann dann auch digitale Text bekommen. Ihr kennt das ja schon bei Lufthansa und so weiter. Es gibt dann auch E-Mail und SMS, damit man auch jeden Schritt verfolgen kann. Und wenn man halt ankommt, gibt es auch nochmal eine Online-Deklaration für Zoll. Weil man ist ja natürlich nicht immer im europäischen Raum, sondern auch wo man verzollen muss. Und dann gibt es diese Daten natürlich an die Zollbehörde, die da vor Ort zuständig ist. Ich finde fast den Gedanken charmanter, dass man da gar nicht auf sein Gepäck warten muss. Ist das etwas, wo ihr sagt, hey, das ist eine coole Geschichte oder das ist nicht so toll? Auf jeden Fall sind die Preise für zwei Taschen von Zürich bis zu 69 Schweizer Franken, was ungefähr, was sind denn Schweizer Franken eigentlich? Also 60 Euro, glaube ich. Und da kann man dann halt sehen. Also es ist nicht umsonst. Kostenlos sowieso nicht. Also, ja, was gibt es noch? Sagt mir, was ihr davon haltet. Ist das etwas, wo ihr auch sagen würdet, hey, das ist doch eine geile Idee, wenn die bei mir in Düsseldorf, Köln, Buxtehude oder wo auch immer den Koffer abholen und ich kann ihn am Zielort nehmen, dann würde ich auch mit der Bahn bis nach Frankfurt fahren oder bis zu dem Flughafen, wo ich hin muss. Dass man also vielleicht auch Inlandsverkehre damit vermeiden kann. Nur so als Idee. BER, ich muss immer tief durchatmen. Berlin hat keinen Flughafen. Ihr kennt ja meinen Standardsatz. Es ist einfach so, da gibt es wieder gute Nachrichten. Und Norse hatten wir ja gesagt, dass die jetzt von Berlin fliegen nach Los Angeles, aber auch nach New York. Dann hatte man den Pfingstverkehr relativ gut abgearbeitet, hat natürlich auch ein paar Rückschläge mit EasyJet, die da abbauen, die Flüge, die dort stationiert sind. Hat auch mit Ryanair was zu kämpfen, zu ringen, weil die wieder mit den Preisen nicht happy sind. Aber ansonsten sagt man in Berlin natürlich, dass die Flugverkehrslage dort wesentlich schneller gewachsen und auf ein Level gekommen ist, als man es erwartet hat. Und Aletta von Massenbach sagt, im Moment läuft es im BER besser, als wir es erwartet haben. Ich schätze mal nur, dass sie da von den Zahlen spricht, von den Passagieren. Denn danach sagt sie direkt, dass bislang 7,2 Millionen Fluggäste gezählt worden sind. Und man geht von einem, sie sagt, der Sommer wird lebendig. Das hat was von, wie ist denn der Kollege bei Heidi Klum? Die Tasche muss lebendig sein. Auf jeden Fall, Bruce war es.
Auf jeden Fall muss man sich halt wirklich mal angucken, wie Corona im Herbst ist und welche Folgen das haben kann. Und natürlich auch die Preissteigerungen sind ein Problem, was Aletta von Massenbach sieht. Für 2022 sieht man, dass man die Erwartungen erfüllt werden. Aber mit der Mehrheit der Rot-Schwarzen-Grünen-Koalition in Brandenburg gibt es nochmal 146,5 Millionen Euro. Warum? Ganz einfach, weil die für die Bude noch Geld brauchen. Die macht halt da keine Gewinne und die haben eher Schulden. Das ist ein Teil vom Hilfspaket von 1,7 Milliarden Euro und war im Haushalt bislang mit einem Sperrvermerk gestickert. Auf jeden Fall sollte der Flughafen den Businessplan auf den neuesten Stand bringen und somit auch aktualisieren. Eigentümer sind natürlich wie immer Berlin, Bund und Brandenburg. Was soll man sonst noch sagen? Gar nichts eigentlich. Man sagt natürlich, dass der Flughafen ein Fass ohne Boden geworden ist. Die Alternativen, die wir hätten, sehen aber viel fürchterlicher aus, sagt Thomas von Giesecke bei den Grünen. Und er geht aber davon aus, dass der Flughafen sich selber refinanziert. Was macht ihr aus den Meldungen? Sagt ihr, hey, Berlin, geil, dass die Zahlen hochgehen, geil, dass ihr da jetzt Umsätze fahrt und dass das jetzt alles in gesicherten Bahnen ist? Oder habt ihr da irgendwelche Sorgen, Ängste nötig? Ich habe gestern zum Beispiel noch gehört von Leuten, die in Berlin waren, dass da auch wieder gewisse Gepäckbänder nicht liefen, dass da diese Moving Pavements nicht gingen, also wie heißen diese Rolldinger, auf dem Boden, dann Toiletten waren wieder gesperrt. Was war denn noch eine Sache, die ich... Die Durchgangstüren, wenn man zum Gepäck geht, die waren auch kaputt. Bei mir waren das, glaube ich, ein oder zwei, die ich gesehen habe, schon kaputt. Erzählt es mir, aber die Zahlen von Berlin sind ja positiv und ich möchte es jetzt auch nicht schmälern mit meinem... Soll ich Rumgestänker nennen? Nein, ich nenne es einfach Fakten aufzählen. Die Zahlen zu Pfingsten sind ja positiv gewesen und da gab es ja auch keine größeren Ausfälle. Und ich habe von euch dann auch nichts wirklich gehört, wo ihr gesagt hättet, hey, nee, das war es nicht so. Wo es gerade im Moment nicht so ist, ist Paris-Charles de Gaulle. Am Flughafen Paris-Charles de Gaulle muss man jetzt starke Nerven haben. Warum? Weil ein Viertel der Flüge, die zwischen 7 und 14 Uhr heute stattgefunden haben, sind gestrichen worden. Und das sind 100 Flüge, ja. Warum? Ganz einfach, da haben Leute vor dem Gebäude demonstriert. Damit war der Zugang auch relativ problematisch. Und der Flughafenbetreiber Aéroports de Paris, der natürlich gesagt hat, 3 Stunden vorher seid ihr da, man hat ja auch auf dem Flughafen Paris-Orly mit Störungen gerechnet, weil mehrere Gewerkschaften haben dort gestreikt, und zwar das Flughafenpersonal. Worum geht's? Mehr Gehalt, natürlich. Und die Gewerkschaft CGT sagt im Sender France Info, dass viele der Flughafenmitarbeiter aufgrund der Inflation wirklich kein Geld mehr in den Portemonnaie haben, so wie sie es waren. Und das ist natürlich ein Problem. Es gab auch eine Generalversammlung, in wie es dann weitergehen sollte. Also es ist mit Spannung in Paris zu rechnen. Was sagt ihr? Ist das für euch etwas, wo ihr sagt, naja gut, die müssen halt mit dem Gehalt leben können und die sollen das auch machen? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, naja, man kann sich auch anstellen, sondern froh sein, dass sie arbeiten können? Also ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr davon haltet. Dann gibt es noch eine Promotion von World of Hyatt. Das ist die Promotion für EMEA, Mittlerer Osten, Afrika und E steht natürlich für Europa. Und da ist es so, dass man zwischen dem 8. Juni und dem 5. September eine Promotion aufgelegt hat. Und es gibt da Targeted Offers, das heißt also, die auf Leute zugeschnitten sind. Da gibt es jetzt zum Beispiel eine, dass man für 2 Nächte 2500 Punkte extra bekommt. Es gibt auch noch andere Promotions. Aber dadurch, dass sie targeted sind, muss man sich das einfach immer angucken im Regelfall. Das war die einzige, die ich bei unseren Kunden gesehen hatte. Ich selber bekomme keine. Ich habe wohl zu oft dort übernachtet. Also das ist das Problem. Das ist der Fehler. Und wenn ihr halt oft dort übernachtet, dann haben die natürlich auch kein Incentive zu sagen, hier ist die Karotte, Lars, komm mal zu uns mehr übernachten. Ich habe ja dieses Jahr gefühlte über 30, also wir haben noch nicht mal Hälfte des Jahres. Ich bin voll im Plan mit Hyatt, mit der Requalifikation. Danke, dass ihr heute wieder Frequent Traveler TV geschaut habt mit eurer Take-Off-Ausgabe. Danke dafür. Vergesst nicht, die Glocke anzumachen. Vergesst nicht, unten zu kommentieren und uns ein Like dazulassen. Ansonsten, Stammtisch.
Kommentar. Ihr kennt das Spiel. Also, bis morgen in Alter und Frische. Bis dann. Ciao.